In Hartheim muss das Jägerbataillon 292 gleich ein weiteres Haus erstürmen. Dabei bekommen die Sturmgruppen Unterstützung von einer relativ neuen Waffe. Wir haben eine Deckungsgruppe eingesetzt, untergezogen im bewaldeten Gelände, die dafür eben sorgt, mit drei Maschinengewehren, dass das Zielgebäude mit Feuer bedeckt wird und dementsprechend den Sturmgruppen die Möglichkeit zu handeln lässt. Ja. Heißt also, der Feind im Gebäude wird niedergehalten, er wird in seinem Handeln begrenzt und unsere zwei Sturmelemente können dementsprechend handeln und den Einbruch ins Gebäude gewährleisten. Während eine der beiden Sturmgruppen in Deckung wartet, beseitigt die andere eine Drahtsperre vor dem Gebäude. Hier eifern alle, ich zähle für Deckungsfeuer. Hammer in 3, 2, 1. Hammer, Hammer. Da wird dann in der Regel differenziert zwischen Hammer und Sichel. Ja, Hammer, einmal ein Deckungsfeuer vollumfänglich auf das Gebäude, auf die Einbruchstelle. Und sobald dann die Sturmgruppen in Gebäudenähe arbeiten, wird dann das Sichel abgerufen, wo dann das Deckungsfeuer in die Tiefe verlegt. Nun zünden die Sturmgruppen Nebelgranaten. Für den Feind nicht sichtbar, stürmen sie dann das Gebäude. Ganz besonders wichtig ist hierbei die Koordination zwischen Feuer und Bewegung. Hammer steht, ja, komm! Mit ihren Waffen verschießen die Soldaten Manövermunition. So werden Schüsse realitätsnah simuliert. Einbruchstelle ist gangbar, wir gehen direkt rein! Alpha 3, alle drin. Wir haben Erdgeschoss genommen. Stelle Antrag. Nehmen nächstes Stockwerk. Benötige dazu nächsten Trupp. Kommen. Die Infanteristen kämpfen in der Regel in Trupps oder Gruppen aus 4 bis 12 Soldaten. Neben ihrer gleichen Basisausbildung verfügen sie über verschiedene Spezialisierungen. Waffen- und Zugangstechnik, Funk- und Sanitätswesen. Nachdem das untere Stockwerk freigekämpft ist, rückt jetzt ein Maschinengewehrtrupp nach und bezieht im Haus Stellung, um von hier aus gegen feindliche Truppen zu agieren. Sicher, sicher! Zum Einsatz kommt hier das universell einsetzbare mittlere Maschinengewehr MG5. Die vollautomatische Waffe ermöglicht kurze und längere Feuerstöße. Eingesetzt wird das MG5 abgesessen mit einem Zweibein oder als Unterstützungswaffe auf einer Lafette. Das MG5 wiegt knapp 12 Kilogramm. Verschossen wird das NATO-Kaliber 7,62x51. Die Waffe hat eine Reichweite von bis zu 1000 Metern. Bis zu 800 Schuss sind pro Minute möglich. Das MG5 ist ein Gasdrucklader und die Kadenz ist frei einstellbar über die Gasabnahme. Und zwar kann ich mit 640, 720 oder 800 Schuss die Minute schießen. Das MG5 ist eine vollautomatisch schießende Waffe mit Gurtzuführung. Es verfügt über ein Zielfernrohr mit vierfacher Vergrößerung. Ein Rotpunkt kann zugeschaltet werden. Auf Gehäuse und Rohr befindet sich eine abklappbare mechanische Notvisierung, falls das optische Visier ausfällt. Das MG5 kommt bei allen Kampfmissionen der Bundeswehr zum Einsatz. Die Bedienung und das taktische Verhalten werden deshalb immer wieder trainiert. Also zur Feindlage. Feind in Zugstärke bzw. mindestens verstärkte Gruppe ist im Raum bewaffnet mit Handwaffen, RPGs und Fahrzeugen, also Tacticals, Pickups. Mit Kaliber 50 Maschinengewehren. Linker Nachbar Charlie 2, rechter Nachbar Charlie 3. Meine Absicht, Charlie 1 verteidigt, breit, in befohlenen Stellung mit Alarmposten, um feindliche Gefechtsaufklärung frühzeitig aufzuklären bzw. feindliche Angriffe abzuwehren, Feind zu vernichten. MG, ihr stellt euch darauf ein, äußerst links,
in Stellung zu gehen. Ja. Euer Auftrag, ihr vernichtet Feind ab Halbgruppenstärke und ungepanzerte Fahrzeuge. Habt aber Feuer vorbehalten. Das Ganze nur auf meinen Befehl. Der MG5-Trupp ist vom Gruppenführer zur Feuerunterstützung der vorauskämpfenden Schützen vorgesehen. Die beiden Soldaten des MG-Trupps machen sich bereit. Schnell laufen die Männer von Deckung zu Deckung, bis sie kurz vor ihrem Einsatzort sind. Fertig, Leute? Ja. MG, klar zum Gefecht. Los, 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 ab! Der MG-Trupp besteht aus zwei Soldaten, die eng zusammenarbeiten. Der Schütze nimmt den Feind unter Feuer. Der andere beobachtet die Lage der Treffer und hilft bei der Bedienung des immerhin knapp 12 Kilogramm schweren Maschinengewehrs. Beide kämpfen im engen Verbund mit den anderen Soldaten einer Infanteriegruppe. Die beiden Soldaten führen mehrere Stellungswechsel durch und folgen in der Flanke den vorstoßenden Kameraden. Halbgruppe, 250 Meter geradeaus! Durch den geringen Rückstoß können auch längere Feuerstöße zielsicher und präzise ausgeführt werden. Wir verschießen hier das Kaliber 7,62 x 51 mm. Es gibt Weichkern, Hartkern und Leuchtspur. Die Leuchtspurmunition ist gerade dann für die Nachtkampffähigkeit essentiell notwendig. Die Munition des MG5 wird über einen Patronengurt zugeführt. Die 120-Schuss-Gurtkästen oder auch Gurttrommeln werden an der linken Waffenseite angebracht. 800 Schuss pro Minute sind theoretisch möglich. Die Fallschirmjäger der Bundeswehr bringen das knapp 80 Kilogramm schwere Waffensystem Granatmaschinenwaffe in eine vorbereitete Stellung. Gleich werden sie damit ihre Kameraden bei der Feindbekämpfung unterstützen. Die Besatzung der großkalibrigen Waffe besteht aus dem Truppführer, dem Richtschützen und dem Ladeschützen. Die Granatmaschinenwaffe ist eine automatische Unterstützungswaffe für die Infanterie und die kämpfenden Sicherungstruppen von Heer, Luftwaffe und Marine und füllt die Lücke zwischen Panzerfaust und Mörser. Wir sind eine Unterstützungswaffe auf Kompanieebene und bekämpfen damit Ziele, Einzelziele, Flächenziele, beweglich, stehend, auf einer Entfernung von 100 bis 1500 Meter. Bei der Granatmaschinenwaffe handelt es sich um ein äußerst modernes Waffensystem der Bundeswehr. Das Gehäuse ist aus Spritzguss gefertigt. Die eigentliche Waffe wird mittels einer Lafette auf dem Dreibein montiert. Das Gewicht der gut einen Meter langen Waffe beträgt 29 Kilogramm. Mit Dreibein und Lafette kommt sie auf insgesamt 61 Kilogramm. Verschossen wird Munition im Kaliber 40 x 53. Die maximale Kampfentfernung beträgt 1500 Meter. 350 Schuss sind theoretisch pro Minute möglich. Das optische Visier verfügt über Entfernungsmarken bis 1500 Meter. Zudem Vorhaltemarken für die Bekämpfung von querfahrenden Zielen. Bei der heutigen Schießausbildung verschießen die Soldaten Übungspatronen, erkennbar an ihrem blauen Kunststoffkopf. Im Gefecht werden Explosionsgeschosse mit Spreng- oder Splitterwirkung eingesetzt. Zusätzlich gibt es Blitzknall, Reizgas und Rauchpatronen. Die Fallschirmjäger machen sich bereit. Ihre Kameraden stehen mit ihren Sturmgewehren und MGs im Feuergefecht. Über Funk haben sie den Granatmaschinentrupp als Unterstützung angefordert. Data Golf Third kommen. Hier, Männer. Es geht los. Aus ihrer Deckungsstellung stürmen die drei Männer des Gramava-Trupps voran. In der Stellung angekommen, weist der Truppführer jedem der Männer seine ganz spezielle Aufgabe zu. Danke. Bin hier. Danke. Ja. Ich will da vorne hin. Du baust auf Sicherung. Ja. Ja. Leuchtenberger verbleibt erstmal hier. Jawohl. Weiter geht es unter Deckung zu der geplanten Stellung am Waldrand. Von dort können die Soldaten das Gefechtsfeld überblicken und ihre schwere Waffe zum Einsatz bringen, ohne selber vom Gegner erkannt zu werden. So, sobald meine Sicherung steht, bau die auf. Jetzt wird die Granatmaschinenwaffe mit der Lafette auf dem Dreibein montiert. Alles unter Deckung und möglichst leise.
Die gegurtete Munition wird aus einem Munitionsbehälter mit 32 Schuss oder einem Munitionstragesack mit 64 Schuss von links zugeführt. Der Ladeschütze führt die erste Patrone des Gurtes in den Zuführschacht ein. Die Waffe ist teilgeladen. Zum Fertigladen den Verschluss spannen. Die Waffe ist jetzt einsatzbereit. Herr Terry, halt links. Halt links, Entfernung 150. Ein Finger weit rechts von links wird. Halt, ja, klar. Das ist Feuer. Ja, das ist Feuer, eine Gruppe. 150, feindlicher SBZ, jetzt in Beobachtungshalt, Richtschussfeuer. Zwei Gruppen, Feuerstoß, wirkungsvoll. Feind vernichtet, ja. Feuerkraft und vor allem die infanteristische Feuerkraft ist immer eine Kombination aus Technik, Taktik, Ausbildung und Einstellung, dem Combat Mindset. Ich muss also in das Gefecht gehen mit dem Anspruch, das Gefecht zu gewinnen. Ich muss in den Feuerkampf gehen mit dem Anspruch, ich gewinne diesen Feuerkampf. Erfreulicherweise wird dieses Combat Mindset auch in der Bundeswehr in den letzten Jahren immer stärker betont. Seedorf in Niedersachsen. Hier trainieren neben den Fallschirmjägern auch die spezialisierten Kräfte des Fallschirmjägerregiments 31 den Zugriff in einer sogenannten urbanen Trainingsanlage. Zum Einsatz kommt hier neben dem Gewehr G36 auch die Bundeswehrpistole P8. Die Pistole P8 ist unter der Bezeichnung USP, universale Selbstladepistole, speziell für den Einsatz bei der Polizei und dem Militär entwickelt worden. Die P8 kam gemeinsam mit dem G36 ab 1997 zur Truppe. Aber die Rolle der Waffe selber hat sich also deutlich gewandelt. War früher die Pistole eigentlich eher eine persönliche Schutzausstattung für militärische Führer oder für Großgerätebediener, ist sie inzwischen zur Zweitwaffe geworden, und zwar auch zur querschnittlichen Zweitwaffe. Das heißt, jeder Soldat hat nicht nur seinen Sturmgewehr am Mann, sondern eben als Backup auch seine P8. Die P8 besteht aus Kunststoff und Stahl. Das besonders staubgeschützte Magazin fasst 15 Patronen. Die Pistole ist knapp 20 cm lang und wiegt ungeladen 750 Gramm. Sie ist somit vergleichsweise leicht. Verschossen wird das Kaliber 9x19 in Einzelfeuer. Ihre maximale Kampfentfernung beträgt 50 Meter. Das Visier der Waffe besteht klassisch aus Kimme und Korn. Zum Zerlegen der P8, wenn ich jetzt hier eine augenscheinlich geladene Waffe habe mit Magazin, das erste, was ich mache, eine Sicherheitsüberprüfung. Schaue ich als erstes, die Waffe ist gesichert. Dann entferne ich das Magazin, kann ich ebenfalls prüfen, es ist leer. Als nächstes kontrolliere ich das Patronenlager. Ja? Dazu drehe ich die Waffe immer in mein Ziel, bilde mit der linken Hand einen Fangkorb, führe den Verschluss da hinten, arretiere diesen mit dem Verschlussfanghebel und kann dann in der linken Hand sehen, es ist nichts drin. Nochmal den prüfenden Blick ins Patronenlager rein, sehe, die Waffe ist ebenfalls frei, habe ich Sicherheit und kann daran arbeiten. Zum Zerlegen, als erstes wird der Verschlussfanghebel entfernt. Aber somit kann ich die Waffe zerlegen. Habe ich einmal die Pufferstange, das Rohr sowie den Verschluss. P8 zerlegt. Mit der P8 wird gezieltes Einzelfeuer geschossen. Sie dient grundsätzlich als Sekundärwaffe zur persönlichen Verteidigung. Bei der Bundeswehr wird in der Regel die 9mm Patrone als Weichkerngeschoss verwendet. Moderne Schutzwesten kann diese Munition jedoch nicht durchdringen. Dafür ist das Gewehr G36 gedacht. Grundsätzlich Person, ja, Feindkraft zu Fuß für den Nahbereich. Mal der reelle, effektive Bereich für den guten Schützen ist maximal 20, 25 Meter. Man kann damit natürlich relativ schnell schießen für eine halbautomatische Waffe. Allerdings sinkt damit natürlich deutlich meine Zielgenauigkeit. Eine Mannstoppwirkung ist mit der P8 und der 9mm Weichkernmunition im gezielten Einzelschuss kaum zu erreichen. Daher wurde das Schießkonzept der Bundeswehr dahingehend geändert, dass der Schütze mit schnellen Schüssen arbeitet, bis Wirkung im Ziel eintritt. Schießausbildung soll natürlich zunächst die schießtechnischen Grundfertigkeiten vermitteln. Gleichwohl sollte sie auch immer im Zusammenhang mit taktischer Ausbildung trainiert werden und das auch schon möglichst früh. Dazu gehören die individuellen Taktiken. Wie lade ich meine Waffe nach? Wie beseitige ich Störungen? Wie bewege ich mich von Deckung zu Deckung? Wie bekämpfe ich Gegner vor verschiedenen Zielhintergründen? Es gehört aber auch die Taktik im Gruppenrahmen dazu. Überschlagenes Vorgehen als Beispiel. Feuer und Bewegung.
ganz, ganz, ganz wichtig. Und auch einer der Schlüssel dafür, auf dem heutigen Gefechtsfeld bestehen zu können. Moderne Spezialkräfte und spezialisierte Kräfte haben in der heutigen Bundeswehr ein Sortiment an ganz unterschiedlichen Waffensystemen zu ihrer Verfügung. Als eine äußerst kompakte Waffe eignet sich die Maschinenpistole MP7 für den Einsatz in beengten Umgebungen und damit auch für den Häuserkampf. Sie schließt die Lücke zwischen Pistole und Gewehr. Wegen ihrer Kompaktheit sind vor allem die Besatzungen gepanzerter und ungepanzerter Fahrzeuge mit ihr ausgerüstet. Auch die Feldjäger, die Militärpolizisten der Bundeswehr, nutzen die MP7. Die MP7 ist knapp 2 Kilogramm leicht. Bedingt durch ihr kleines Kaliber hat sie eine maximale Kampfentfernung von 150 Metern. Ihre theoretische Schussfolge beträgt 950 Schuss in der Minute. Bei der MP7 handelt es sich um eine Nahbereichswaffe. Das heißt, diese Waffe wird genutzt, um feindliche Schützen im Nahbereich zu bekämpfen, aufgrund der Kampfentfernung von maximal 150 Meter. Zum Zerlegen der Waffe. Zuallererst mache ich eine Sicherheitsüberprüfung. Das heißt, ich entnehme das Magazin, arretiere den Verschluss in der hintersten Position, prüfe, ob sich das Patronenlager frei von Munition oder Munitionsteilen ist. Danach den Verschluss wieder nach vorne. Ich entsichere die Waffe, krümme in eine sichere Richtung ab. Als ersten Schritt entnehme ich die beiden Haltebolzen aus dem Gehäuse mit Rohr. Hier habe ich jetzt entnommen das Bodenstück mit Schließfeder und Durchladegriff sowie den Verschluss vollständig. Als nächsten Schritt könnte ich noch den Gehäusedeckel entnehmen, allerdings wird dieser nur zur technischen Durchsicht bzw. zu Reinigungsarbeiten entnommen. Das heißt, somit ist die Waffe zerlegt. Die MP7 ist klein und handlich, hat aber trotzdem auf kurze Entfernungen eine hohe Durchschlagskraft. Ihre Patrone im Kaliber 4,6x30 kann auch militärische Schutzwesten durchdringen. Bis zu 40 Patronen fasst ein Magazin. Die Projektile haben einen weit hinten liegenden Schwerpunkt. Dadurch dreht sich das Geschoss nach dem Aufprall und hinterlässt einen größeren Wundkanal. So erhöht sich die Mann-Stopp-Wirkung. Normalerweise habe ich ein Magazin in der Waffe und führe zusätzlich an der Ausrüstung in der Regel 6 Magazine mit. Neben einer mechanischen Visiereinrichtung ist bei der MP7 auch ein Reflexvisier mit Leuchtpunkt verbaut. Mit einem zusätzlich montierten Restlichtverstärker Typ NSV-80 ist die Maschinenpistole nachtkampffähig. Die Schulterstütze der Waffe ist ausziehbar und ein vorderer Handgriff kann ausgeklappt werden. Für verdeckte Einsätze lässt sich außerdem ein Schalldämpfer montieren. Die Masse der Weltbevölkerung lebt ja heutzutage im urbanen Umfeld. Das heißt, ich muss mich auch darauf einstellen, auf dem urbanen Gefechtsfeld bestehen zu können. Das ist eine sehr, sehr anspruchsvolle Geschichte, denn sie bewegen sich ja nicht nur in einer Dimension, das heißt also auf dem Boden entlang, sondern sie bewegen sich in Stockwerken. Sie müssen darauf achten, dass nicht irgendwelche Drohnen in der Luft sind, die sie verraten können. Sie bewegen sich vom Hellen ins Dunkle. Sie müssen in der Kanalisation arbeiten, das heißt, da werden sie Nachtsichttechnologie brauchen, da werden sie Laserlichtmodule brauchen. Sie werden Handwaffen brauchen, mit denen sie hinter Deckung wirken können. Aber sie müssen sich gewahr sein, dass natürlich hinter jeder Hauswand, hinter jeder Biegung der Gegner oder eine Sprengfalle oder noch irgendwas Schlimmeres lauern können. Also der Kampf im urbanen Umfeld ist eine der schwierigsten infanteristischen Kampfweisen, die man sich denken kann. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.